Recht herzlich willkommen zur 59. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier unterwegs, 35 Truppen sind da, Rebellen, und wir sind hier mit 28 unterwegs. Wir haben eine Reserve von 10.000 und hier drüben haben wir noch irgendwie 27.000 am Start. So, ich stelle mir gerade die Frage, wenn wir das alles haben, die 27, die 10 sind 37 plus hier die 28 sind 45, 65. Ob die 65 die 35 knacken, ist die Frage, ne? Momentan sehe ich gerade irgendwie nicht, dass wir da eine Chance haben, das hinzukriegen, ne? Ich würde jetzt definitiv hier noch 10er ausbilden wollen. Wenn wir das finanziell überhaupt stemmen können. Und Dreier können wir noch. Machen wir so, noch eine Infanterie. So, dann sind da die aufgemacht und jetzt müssten wir zusehen, dass wir unsere Leute mit dem Schiff rüberkriegen. Dann müssten wir die nach da schicken. Und denen den Befehl geben, aufs Schiff zu gehen, ne? So, machen wir mal laufen lassen. So, und dann dahin. Gucken, wie da drauf gehen. Bezahlt sie, oder? 9. Ach Gott, Herr Jemine, die können wir nur bezahlen. Was anderes bleibt uns gerade nicht anderes übrig, weil wenn die da rauskommen, dann ist auch Hopfen und Malz verloren, ne? Wie viel können wir da mitnehmen? 21 Einheiten. Ah, oh, jetzt stockte das gerade. Warte mal. Halssäuberung, 17 Thronfolgeanwärter. Oh. Wo kommen die raus? Sazerland, hier kommen wir nicht drum rum. Okay. Die sind da oben. Die einen sich gleich und dann haben wir verloren, ne, oder? Können wir nur ganz schnell hinrennen. Und hoffen, dass wir die vor den anderen fertig kriegen. ja. Neuer Papst, auch schön. Geht mal dahin. Na super. Schön. So, jetzt teilen wir die. Und schicken die Hälfte aufs Schiff. Und die fahren dann mal gerade hier rüber. Oh, ja, da sind die ganz schnell runtergekommen. Läuft, oder? Das kann nicht wahr sein, oder? Ja, das haben wir dann verloren. Dann brauchen wir auch nicht weiter reden. Das ist dumm gelaufen dann, ne? Würde ich mal sagen. Obwohl, das sind 11 weniger, also... So ein bisschen was haben sie gemacht. So, bezahlt sie. Oh, da kommen die nächsten Thronanwärter. Das ist doch nicht wahr, oder? Da sehen wir ganz alt aus gerade, ne? Ja. Da kommen die nächsten irgendwo gleich raus. Hallo? Ich würde gerne mitspielen. Oh. Toll, oder? Das ist richtig geil, oder? Das war's dann. Überall eine Revolte. Die kommen nicht zusammen, die Herrschaften. Wenn die sich einen, dann war's das sowieso. So, die können wir jetzt mal zusammennehmen, wenn es dann soweit ist. Okay. Bringt uns gerade nicht wirklich weiter. Oh, die sind schon da. Gut, dann lass mal gerade Pause machen. Wir schicken die sofort wieder rüber. Nee, warte mal. Die lasst da hinlaufen.
Und das Schiff kommt dahin. Wo sind es denn die da? Die fahren da falsch dann hin. Die lassen wir hier anlanden. Gut, weiter geht's. In der Hoffnung, dass die dann... Das sind 11 gegen 14. Super, oder? Läuft. Hier unten waren jetzt die 35. Die einen wäre auch gerade. Und laufen jetzt mal hier rum. Und hoffen, dass wir irgendwas hinkriegen, bevor die sich einen da. Okay. Wenn die nämlich sich verbünden da, ne, dann war es das, oder? Verbünden nicht, sondern... Ah. Wo ist das jetzt gewesen? Ich weiß es nicht. Die laufen auf jeden Fall dahin. Sind das schon die Runden gewesen? Nein, ja, oder? Waren die so schnell? Doch, die sind so schnell. Krass. Wir müssen die auf jeden Fall zerstören. Wir müssen mal einen Sieg haben. Gewonnen. Und da kommen schon die nächsten mit 12. Moral ist noch relativ gut eigentlich dafür. Das Problem ist, dass jetzt gleich welche nachrücken. Oh. 7-6 gewonnen, gut. Aber da, jetzt ist es erledigt. 30 gegen uns. 27. Sind schon andere da? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Das schaffen wir dann auch nicht. Dann war es das da. Wie sieht es hier aus? Die haben das besetzt. Ja, dann brauchen wir auch nicht rüberziehen, glaube ich. Kriegen wir sowieso nicht in den Griff mehr, dann hier die Truppen. Das haben wir definitiv verloren. Unsere Einheiten sitzen hier jetzt in London. Ja. Eine Revolte nach der anderen geht jetzt hier los. Okay. Schlacht von London auch verloren. Truppen aufgerieben, keine mehr da. Ja, das war's dann, ne? Bürgerkrieg hat sich gleich erledigt. Die ziehen gerade alles voll. Ein guter Ruf ist nicht alles. Weg. Ja, dann können wir die da noch hinziehen. Das macht ja anders gar keinen Sinn. Ja. Da wir keine Ländereien haben, die ja immer gleich hier von Dingens gibt, ne? Jetzt fahren die noch weg. Warte mal, die Norweger angreifen. Oh. Aber da kann ja nichts machen, die sind im Hafen, ne? Oder warte mal, das machen wir geschickt. Dann lass die mal da. Die fahren wir nach da. Und dann okay. Ja, dann nehmen wir mal das erste, ne? Ja, weiß ich auch nicht, was wir da jetzt machen noch. Verlieren 5 Prestige. Nee. Lass weiterlaufen.
Kings County besetzt. Eins da. Kredit aufgenommen. Läuft. Schiffe kommen und bringen die jetzt rüber. Provence. Die werden vernichtet. Oh, da sind 11.000, die schon hier sind. Krass, oder? Ja, und dann gibt es hier den nächsten Kampf, den wir dann verlieren werden, weil die schon da sind. Das kann jetzt wieder auch nicht sein, dass die vor uns da waren. Läuft, ne? Und da kriegen wir jetzt dann einen auf die Nase. Das hat sich dann auch erledigt. Ja, super, toll. Und da werden sie jetzt komplett aufgerieben. Das war's dann. Okay, und hier drüben geht auch nichts mehr. Das ist auch komplett besetzt. Brauchen wir also auch nicht mehr weitermachen. Stabi kriegen wir auch nicht hoch. Läuft. Alle Einheiten sind kaputt. Warte, wir können hier oben noch welche vielleicht ausheben, ne? Da ist noch nichts passiert. Und da ist noch nichts passiert. Okay. Aber finanziell sind wir gleich ausgelaucht. So, die machen wir erstmal fertig. Und gucken dann, dass wir die schon mal darüber schieben. Ja, und dann? Nix dann, ne? Das Land wird zusammenbrechen. Überall sind Unruhen. Warte mal, wir hätten vielleicht erst hier hinfahren sollen und die dann mitnehmen, ne? Okay, da findet eine Invasion statt, auf Deutsch gesagt. Sehr schön. Okay. Schnellstens dann darüber. Okay, das passiert dann. Laufen die wenigstens? Ja. Und unsere Truppen sind jetzt kaputt? Nein, wir kommen noch dazu. Oh, wir haben gewonnen. Einen. Gleich hinterher. Die sind ja wohl demoralisiert, würde ich sagen, oder? Warum haben die sofort besetzt, ne? Das verstehst du nicht, oder? Jetzt kriegen wir von denen, die keine Moral haben, noch einen auf den Sack. Unfassbar, oder? Unfassbar. Es kommt hier wenigstens so eine Einheit raus. Na, das läuft ja, ne? Jetzt haben die hier wieder Moral gekriegt und wir verlieren wieder und das war's dann auch, ne? Ja, super. Fahren wir hier rüber. Geld ist weg, das heißt, wir können ja auch nichts mehr machen. Das sieht gerade ganz schlecht aus, ne? Ja, der hat's gut, ne? Der Eisbär. Jetzt geht noch eine Truppe hier zu machen, dann machen wir sie auch gleich da. Läuft, ne? Truppen sind da. Die können wir schon ein. Reykjavik besetzt. Hier unten ist besetzt von uns noch.
Komm, geht da schon drauf. Ja. Da geht nichts mehr. Das ist besetzt. Stabi ein bisschen kriegen ist vielleicht wichtig. Nachschub kommt auch nicht. So, da sind die gleich da. Verschleiß ist groß. Und mehr schaffen wir gar nicht. 539, ne. Okay. Fahr die mal darüber. 1,6. Wir haben 3, das reicht dann auch nicht. Lass die hier. Bringt nichts. Wir müssen wenigstens noch eine Einheit dabei haben, wenn es denn überhaupt klappt. Können wir noch einen Kredit aufnehmen. Aber das brachte ja jetzt auch nichts mit dem Kredit einfach aus dem Grunde, weil wir ja keine Mannstärke haben, ne? Das war dann falsch. Gut. Erfolgreiche Bürokratie. Stopp mal, da ist jetzt die Party los. Der Bürgerkrieg ist rum. Prestige, 2 Stabilität. Parlamentarischer Sieg. Okay. Handelseffizienz plus 10, Produktionseffizienz plus 10 und Autonomie minus 0,75. Diplomatie verfügbare Staaten. Kulturunruhe, Steuereinnahmen, Reserve Seel und Rekrutenserve, 10% dazu. Eine Republik oder eine Monarchie? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Monarchie ist doch von den Werten schlechter, aber dann machst du Ruhe. Akzeptieren. Wer war das nochmal? Skandinavien, okay. Und die Holländer auch. Passt. Zu wenig Sitze im Parlament. Keine Debatte. Gut. Das neue König 014, der ist ja Wahnsinn. Unser Land ist kollabiert. Grausam. Okay, toll. Läuft hier, oder? Da eben sich die Bauern. Gut, dann können wir da auch nichts mehr abwarten, weil das ist dann auch erledigt. Dann fahren wir aber da schnell hin, weil jetzt können wir hier was machen, wenn dann die Mannstärke kommen würde, die aber jetzt noch eine Runde braucht. So, dann Standmodifier, Wellen auf erfolgreich, okay. Gut. Dann machen wir ein Pferdchen. Lassen das weiterlaufen. Können in eine neue Technologie investieren. Und zwar hier machen wir natürlich auch. Das ist auch gleich fertig.
32 finde. Dann ist das auch da. Und zu viele militärische Anführer. Wo kommen die denn alle her? Herr Jemine. Okay, das sind dann wahrscheinlich die aus dem Dingens, wie heißt es, ne? Aus dem Bürgerkrieg. General, General, alles Generäle. Was war das hier? Manöver. Belagerung, Nahkampf, Fernkampf. Sind mir die ersten drei am sympathischsten in dem Sinne? Also den kicken wir schon mal definitiv raus. Den auch weg. Und den auch weg. Weiß nicht, ob wir uns die beiden leisten können. Das ist aber auch der König gleichzeitig, ne? Da müssen wir dann nochmal gucken. Gut, das haben wir. Was ist hier hinter noch? Friedensangebot lehnen wir natürlich ab. Läuft. Lass mal weiterlaufen auch. Oh, da kommen jetzt die Bauern raus, oder wie? Chefspion, ja, okay. Rebellen erfolgreich. Oh, 15, wow. Und hier sieht es noch mager aus. Lass laufen. Norwegische Nationalisten, Großbritannien. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir gerade eine Pause. Und ja, gucken, wie wir nächste Runde dann weiterkommen. Sieht ja gerade sehr bedrückend aus, was hier so läuft. Gegen Norwegen, die Kleinen, haben wir dann auch noch verloren. Ach, hier sind auch noch ein paar Armeen sogar mit reichlich. Oh, wo kommen die mit mal alle her? Sind die alle konvertiert von den Dingen zu uns? Das wäre ja der Hammer, ne? Oder ist ja der Hammer? Gut, okay, das müssen wir uns aber dann wohl definitiv in der nächsten Folge angucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.